Hi, mein Name ist Domme, ich spiele Gitarre bei Nightbreed and Burden of Grief und ich mache YouTube-Videos, eigentlich in Englisch, heute mal auf Deutsch. Und ich review heute die Lekato WS50 Wireless Teile. Bevor wir mit der Rezension anfangen, Lekato hat mir die Teile kostenlos zur Verfügung gestellt und haben gesagt, ich soll ein Review dazu machen. Ich darf die danach auch behalten. Aber ich sage, was ich denke. Also, die haben keinen Einfluss darauf, was ich sage. Haben sie auch selbst gesagt, nein, nein, sag, was du meinst. Und wenn die schlecht sind, dann sind sie schlecht. Und dann sage ich auch, dass sie schlecht sind. Und so sieht das Ganze aus, wenn ihr das Produkt bekommt. Wir haben hier eine relativ klassisch aussehende Verpackung mit allen wichtigen Informationen. 5,8 GHz Wireless Guitar System, 48K, 24-Bit High Quality Signal Acquisition Playback, ja gut. 110 dB Dynamic Range, sagt uns jetzt alles nicht so viel. Hier wird es interessanter. 100 Feet Range Indoors. 100 Feet, 100 Fuß sind so viele Meter. Weniger als 6 Millisekunden Latenz. Simultaneously broadcasts on 4 Channels. Also, das bedeutet, man kann wohl angeblich 4 gleichzeitig von diesen Dingern betreiben. Und bis zu 5 Stunden Spielzeit pro Ladung. Dann packen wir das Ganze mal aus. So, wiegt sehr hochwertig. Hier haben wir eine kurze Anleitung. In verschiedenen Sprachen. Deutsch ist auch dabei. Ich habe sie mir noch nicht angeschaut. Lekator hatte mal das Problem, dass die deutschen Anleitungen ganz, ganz furchtbar übersetzt waren. Und dass selbst ich dann die englische Anleitung zu Rate ziehen musste, weil ich die deutsche einfach nicht verstanden habe. Ich habe das mal angesprochen und sie wollten das verbessern. Ja, schauen wir uns das nachher mal an. So, dann haben wir hier ein Ladekabel. Total cool, habe ich noch nie gesehen. So ein USB-Anschluss auf zwei Micro-USBs oder Mini-USBs. Ich glaube, Mikro ist das. Nee, das ist Mini. So, das ist Mini. Da kann man beide Einheiten gleichzeitig laden. Hier haben wir den Receiver. Das erkennt man daran, dass hier Receiver steht. Das heißt, das kommt in deinen Amp rein. Ganz schlicht. On-off. Wir können das hier an die Gitarre anpassen. Und wir haben den Transmitter, also den Sender. Der kommt in die Gitarre rein. Hier steht Transmitter. Auch on-off. Ganz easy. Gleiches Prinzip. Mehr gibt es auch hier nicht zu sehen. So, jetzt kommen wir zum praktischen Teil des Tests und ich habe mir ein relativ simples Setup ausgedacht. Ich nehme meine Mayone Setius, das ist eine 7-Saiter-Gitarre mit Dimasio Deactivator-Pickups, also passive, aber sehr heiße Pickups. Und dann gehe ich zunächst erstmal direkt mit Kabel in meine DI-Box. Das ist eine Rupert Neve DI-Box und davon gehe ich direkt ins Interface. Und im Interface habe ich so ein Basic Rig zusammengestellt. Das ist ein Overdrive, eine Diesel-Simulation und eine Jens Bogren und IR. Also schon Heavy Sound. Und danach werde ich einfach zu den Wireless-Dingern wechseln, werde auch komplett das Signal anlassen, also ihr hört auch alle Störgeräusche und Klicks und Pops, die das so macht. Eventuell reduziere ich die Lautstärke, das sage ich euch dann aber. Und gucken wir einfach mal, wie es klingt. Erstmal mit Kabel. Okay, also jetzt ziehen wir das Kabel ab. Damit nehmen wir uns den Kollegen. Das ist der Receiver. Der kriegt das Signal, also rein in die DI-Box. Und das ist der Transmitter. Der kommt an die Gitarre rein da. So, um den maximalen Impact an Störsignalen zu kriegen, schalten wir jetzt erstmal den Transmitter an.
Und jetzt schalten wir den Receiver an der Gitarre an. Okay, jetzt sollte das Ganze funktionieren. So, jetzt schalten wir das Ganze mal wieder aus. Also, hier, Transmitter. Und Receiver. Also, wie du hören konntest, der Sound ist eigentlich genau gleich mit Kabel. Ist überhaupt kein Problem. Was du jetzt nicht sehen konntest, die Reichweite, die ist völlig okay, würde ich sagen. Ich konnte problemlos hier in der oberen Etage rumlaufen und da war gar kein Problem, gab keinen Aussetzer, auch als eine Wand dazwischen war. Als ich dann aber die Treppe runtergegangen bin ins Erdgeschoss, wo dann nicht nur eine Wand dazwischen war, sondern halt auch ein Boden bzw. eine Decke, da wurde es kritisch, da hatte ich Aussetzer, aber das kommt im normalen Bühnenalltag halt auch einfach gar nicht vor. Von daher, dann hatte ich die Teile noch nicht bei einem Gig im Einsatz, aber bei zwei Proben. Und zwar hatte ich sie sowohl bei Nightmare als auch bei Burden of Grief im Einsatz. Und bei Burden of Grief war ich der Einzige, der die Teile gespielt, also der Wireless unterwegs war. Und da gab es gar keine Probleme, gar nicht. Bei Nightmare hatten wir, habe ich sie Christian gegeben, unserem anderen Gitarristen. Und ich hatte mein Wireless-Teil, das ist von Line 6, das Relay G50. Dann unser Basser hat auch das gleiche G50. Und wir hatten alle drei auch In-Ear-Monitoring. Also wir hatten da, waren da quasi mit sechs Funken unterwegs, ne? Eins hiervon. Und lief problemlos. Also wirklich gar kein Problem, gar keine Aussetzer. Christian war zufrieden mit dem Sound. War okay. Was ich ein bisschen nervig finde an den Teilen, ist, dass sie doch halt ein bisschen komisch rausgucken. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie schöner lösen kann. Keine Ahnung. Und wenn du es anmachst, das hast du auch beim Playthrough gehört, als ich hier kurz das hier live für euch getestet habe. Da gibt es immer so ein Knacken. Das kriegt man, glaube ich, auch nicht weg, egal in welcher Reihenfolge man die Teile anmacht. Weil das hauptsächlich vom Receiver kommt. Ja gut, aber so ist das halt, ne? Dafür kosten die Teile auch eine schmale Marke. Die sind, glaube ich, recht günstig. Ich glaube, liegen bei 60, 70 Euro. Ja, und dafür sind die echt gut. Ob ich sie jetzt beim großen Konzert spielen würde, weiß ich nicht. Aber bei verhältnismäßig kleinen Shows, relativ großer Bühne, das kannst du auf alle Fälle machen. Also, ich bin echt überrascht, wie gut die klingen, wie problemlos die sind. Keine Störsignale. Ach so, bei Nightmare hatten wir sogar noch einen Router am Laufen, WLAN-Router. Gab auch keine Probleme und ein paar Handys, die da eingeloggt waren. Also ja, also für deine erste Funke kann ich die echt empfehlen. Professionell ist es jetzt natürlich nicht, aber meine Güte, kosten halt nichts. Ne? Und es hat auch ein Plastikgehäuse, das geht auch voll klar. Ja, wenn dich die Dinger interessieren, in der Beschreibung gibt es einen Link. Da kannst du kaufen, gibt es bei Amazon. Und lass mir einfach mal einen Kommentar da, wie du die Teile findest, ob du die vielleicht schon mal ausprobiert hast oder wenn du noch weitere Fragen dazu hast, einfach rein, beantworte ich die. Joach, das war's von meiner Seite. Ne? Hab noch einen schönen Tag.